Etwas wirklich Gruseliges und Schreckliches geht jetzt gerade in Europa vor sich und könnte für uns alle, auch hier in Deutschland, zu einem gigantischen Problem werden. Es geht hierbei um ein Ereignis, das Forscher, Wissenschaftler schon seit längerem beobachten, aber wo sie nicht sagen können, wann es genau soweit ist. Sie warnen nur alle Leute davor, dass wir auf das Schlimmste vorbereitet sein müssen und es jederzeit soweit sein könnte. Das, was ich gerade gesagt habe, klingt ziemlich kryptisch, aber ihr werdet gleich verstehen, was genau hier vor sich geht. Denn aus Italien kam in den vergangenen Wochen eine wirklich schreckliche Meldung. Und zwar über die Phlegräischen Felder. Die Phlegräischen Felder sind ein Supervulkan in Italien, der jetzt gerade anfängt, immer und immer mehr zu rumoren und wo unterschiedlichste Forschungsinstitute festgestellt haben, dass er kurz vor einem Ausbruch stehen könnte. Das heißt, dass jetzt gerade ein Supervulkan in Italien kurz davor steht, zu einer Eruption zu kommen, die katastrophale Folgen für ganz Europa, aber auch für die ganze Welt hätten. Und über genau diesen Supervulkan, der jetzt dafür sorgt, dass hunderttausende Menschen vielleicht in den nächsten Wochen evakuiert werden müssen, wollen wir einmal genauer reden. Bevor wir ganz kurz dazu kommen, eine Sache in eigener Sache noch. Nur noch heute, der letzte Tag, könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung noch einmal auf meinen Merch-Shop gehen und euch die unterschiedlichsten Produkte angucken, die ich da anbiete. Nach heute sind alle Produkte weg und kommen auch erstmal nicht mehr wieder. Und außerdem gibt es übrigens zu jeder Bestellung auch eine Autogrammkarte von mir signiert dazu. Das heißt, wenn ihr Lust auf eine Autogrammkarte habt, wenn ihr Lust auf coolen Merch habt oder so, schaut einfach mal auf dem Link in der Beschreibung vorbei und guckt euch das Ganze mal an. Wir kommen jetzt aber zum Video. Also, was genau ist hier vorgefallen? Wenn wir über Vulkane nachdenken, die mit Italien zu tun haben, dann denken wir vermutlich an den Ätna, ein sehr bekannter großer Vulkan, oder auch zum Beispiel an den Vesuv, ein Vulkan, der vor hunderten Jahren eine so schreckliche Eruption hatte, dass eine ganze italienische Stadt, Pompeji, eben unter der Asche, unter der Magma begraben wurde und alle Menschen, die dort lebten, wurden Opfer dieses Vulkanausbruchs. Diese beiden Vulkane, wenn auch groß und schrecklich, sind nichts im Vergleich zu den Phlegräischen Feldern, zu dem Supervulkan bei Neapel, der jetzt gerade immer und immer näher rückt, auszubrechen. Ihr müsst wissen, dieser gigantische Supervulkan, der zu zwei Dritteln unter Wasser liegt, aber das letzte Drittel liegt eben an Land bei der Stadtgrenze Neapels, wird schon seit langer Zeit von Wissenschaftlern genauer untersucht. Allein im Jahr 2017 kamen unterschiedlichste Forschungsinstitute zu dem Ergebnis, dass dieser Supervulkan immer und immer näher zu einem Ausbruch gedrängt wird. Die Magmakammern in diesem Supervulkan fangen immer mal wieder in gleichermaßen stattfindenden Zyklen an, sich anzuheben und wieder zu senken. Das bedeutet, der Boden bei Neapel, der Boden bei den Phlegräischen Feldern, fängt immer und immer wieder an, sich anzuheben und runterzugehen. Dies ist etwas, was bereits seit Jahrzehnten, Jahrhunderten beobachtet werden kann. Das ist nicht das Ungewöhnliche. Die Sache ist aber, dass diese Bewegung im Boden, die Haut, die Erdschicht, die diesen ganzen Vulkan verschließt, immer und immer poröser und rissiger macht. Das bedeutet also, während das passiert und der Druck im Inneren des Vulkans immer weiter ansteigt, kann es zu einem Riss führen, der eben diese Decke durchbrechen lässt und wodurch eben dann der Vulkan sich entladen kann und es zu einer gigantischen Eruption kommt. Doch es ist jetzt noch etwas Schrecklicheres passiert, was eben den Leuten Grund zur Sorge gibt, dass so ein Ausbruch tatsächlich imminent ist, dass er kurz bevorsteht. Denn in den vergangenen Wochen kam es dazu, dass unzählige kleine, aber mittlerweile auch wirklich große Erdbeben in der Region der Phlegräischen Felder stattfinden. Diese kleinen und großen Erdbeben sind ein ganz klares Indiz, dass eben dieser Vulkan anfängt zu rumoren, dass der Druck im Inneren des Vulkanes größer wird, dass die Magmakammern im Inneren sich füllen und dadurch eben dieser Vulkan immer und immer näher rückt, auszubrechen. Ihr müsst wissen, alleine im April diesen Jahres gab es 600 gemessene kleine Erdbeben, die genau dort in den Phlegräischen Feldern stattgefunden haben. Eine höhere Zahl als das gab es, seitdem wir diese
diese Aufzeichnung machen? Noch nie. Das ist etwas Einmaliges und seit April hat das Ganze nicht aufgehört. Und das besonders Schlimme ist, dass nicht nur jetzt im Oktober und November diese kleinen Erdbeben weitergingen, es kamen auch wirklich heftige, starke Erdbeben dazu. So wurde ein Erdbeben der Stärke 4,1 gemessen. Das stärkste Erdbeben, das in dieser Region bei Neapel seit 50 Jahren gemessen wurde. Und nicht nur, dass so ein starkes Erdbeben einmal aufgetreten ist, wenige Tage nach diesem Erdbeben kam es zu einem quasi exakt gleich starken Erdbeben noch einmal. Das bedeutet also nicht nur, dass die kleinen Erdbeben dafür sorgen, dass eben diese Decke, dass eben dieser Schutz vor dem Ausbruch immer und immer weiter bricht, auch noch diese großen Erdbeben kamen dazu, die das Ganze noch wahrscheinlicher machen. Ihr müsst wissen, diese Region der phlegräischen Felder ist keine Naturregion. Dies ist eine stark und dicht besiedelte Region in Italien. Über 360.000 Menschen leben auf diesem Supervulkan. Ein Teil Neapels ist einfach auf diesem Supervulkan gebaut worden. Und zwar, weil der letzte Ausbruch des Vulkans im Jahr 1564 ungefähr gewesen ist. Der letzte Ausbruch ist also viele, viele hundert Jahre her. Und damals, 1564, war es noch ein relativ kleiner Ausbruch. Der letzte wirklich gigantische Ausbruch dieses Vulkans, der eben auch diese Krater hinterlassen hat, liegt viele, viele tausende Jahre zurück. Aber nun gibt es eben die Gefahr, dass so etwas wieder passieren könnte. Sowohl eben ein kleinerer Ausbruch wie im 15. Jahrhundert, aber eben auch ein gigantischer, großer Ausbruch, den wir so noch nie miterlebt haben. Denn wir auf der Welt, wir Menschen, sind Supervulkanausbrüche nicht gewohnt. Das bedeutet also, diese Gefahr ist jetzt gerade existent. Die italienische Regierung hat angekündigt, dass sie an Plänen arbeiten für eine massenhafte Evakuierung der Zone des Supervulkans. Das bedeutet also, sie planen gezielt eben daran, dass unterschiedlichste Regionen, die auf dem Supervulkan gebaut wurden, evakuiert werden sollen. Sprich, dass in den nächsten Wochen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen ihre Wohnung verlassen müssen, wenn die Gefahr größer wird, dass so ein Ausbruch stattfinden könnte oder dass neue Erdbeben kommen, die eben die Struktur der Häuser gefährden. Das bedeutet also, es wird sowohl davor gewarnt, dass ein Ausbruch entstehen kann, als auch, dass davor gewarnt wird, dass eben diese Erdbeben dafür sorgen können, dass Häuser zum Beispiel Risse kriegen und einstürzen. Die italienische Regierung arbeitet also an diesen Evakuierungsplänen. Das Ganze ist eine reale Gefahr, aber sie sagen, bis es nicht eine absolut eindeutige Gefahr gibt, werden sie nicht diesen Evakuierungsbefehl geben. Das heißt, derzeit können die Leute einfach ganz normal zu Hause bleiben und hoffen, dass es nicht zu der Evakuierung kommt. Wir wollen aber natürlich auch einmal darüber sprechen, wie gefährlich wäre so ein Ausbruch dieser phlegräischen Felder. Nicht nur für die Region in Italien, sondern eben auch für ganz Europa, eventuell für die ganze Welt. Und das ist nicht ganz einfach zu sagen. Es gibt unterschiedlichste Schätzungen von Wissenschaftlern, wie gefährlich so ein Ausbruch wirklich sein könnte. Zunächst einmal gehen wir jetzt nicht von dem absolut katastrophalen, apokalyptischen Ausbruch aus. Gehen wir mal nicht davon aus, dass es eben dazu kommt, dass quasi die ganze Erde zerstört wird oder in eine gigantische, dauerhafte Eiszeit gedrängt wird. Dies ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Aber wenn es zu einem mittelschweren Ausbruch eben bei den phlegräischen Feldern kommen würde, ein Ausbruch, der eventuell stärker ist als der im 15. Jahrhundert, dann hätte dies katastrophale Folgen für Italien, aber auch für ganz Europa und die ganze Welt. Zunächst einmal Neapel. Gigantische Teile von Neapel würden sofort zerstört werden. Durch schrecklichen Ascheregen, durch sauren Regen, aber auch zum Beispiel durch die Erdbeben, durch Tsunamis, die entstehen können und eben durch fließende Magmawellen, die ganze Häuser einfach zerstören könnten. Ein gigantischer Teil von Neapel, wo hunderttausende Menschen leben, vielleicht ganz Neapel wahrscheinlich, würde einfach binnen kürzester Zeit dem Erdboden gleichgemacht werden. Oder es wäre einfach nicht mehr möglich, dort zu leben. Dies ist schon eine krasse Sache. Aber was natürlich für Europa im Gesamten noch schrecklicher wäre, wäre die riesige Aschewolke, die in den Himmel steigen würde.
Man vermutet, dass bei einem Ausbruch von einem Supervulkan eine so gigantische Aschesäule in den Himmel steigt, dass die Sonne für einige Zeit komplett abgeblockt wird und danach die Sonne zu großen Prozentzahlen abgeblockt wird. Das bedeutet, die Sonneneinstrahlung könnte nicht direkt auf die Erde scheinen oder eben in sehr stark abgeschwächter Version, und dies würde große Probleme verursachen. So könnte es zum Beispiel zu einem Jahr ohne Sommer kommen. Dies bedeutet, dass es das ganze Jahr über Wintertemperaturen hätte. Es wäre quasi durchgehend kalt hier in Europa, weil wir unter einem Mantel von Asche, von Rauch begraben wären. Wir würden also keine direkte Sonneneinstrahlung kriegen. Dies wäre nicht nur sehr unangenehm für uns, sondern es würde auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Ernten überall eingehen würden. Dieser Ascheregen, der eben runterkommen würde, und eben die geringe Sonneneinstrahlung würden dazu führen, dass wir hier nicht richtig was anpflanzen können. Es würde überall in Europa zu Missernten kommen, und diese Missernten würden natürlich auch Einfluss auf unseren Nahrungsmittelkonsum und unsere Wirtschaft nehmen. Das ist ganz logisch. Auch wäre natürlich so etwas wie der Flugverkehr eingeschränkt, und es würde allgemein die Möglichkeit bestehen, dass es zu einem wirtschaftlichen Kollaps kommt, weil das eben jetzt schon in einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft sehr gestresst ist, sehr unter Druck steht, nochmal ein weiteres Problem wäre, was oben rauf kommt. Ein gigantisches Problem, muss man dabei auch noch dazu sagen. Das bedeutet also, ein solcher Vulkanausbruch wie die Phlegräischen Felder könnten dazu führen, dass ganz Europa in eine kleine Eiszeit gedrängt werden, die einen kurzen Zeitraum bedeckt, aber während dieser Zeit, während dieser kleinen Eiszeit, würde es halt zu katastrophalen Folgen kommen. Das bedeutet also, so ein Vulkanausbruch ist extrem gefährlich und wir sollten uns alle wünschen, dass das Ganze nicht passiert. Jetzt müssen wir aber natürlich auch darüber sprechen, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Vulkanausbruch stattfinden wird. Und auch hier ist es nicht ganz klar zu sagen. Zunächst einmal, die Wissenschaftler und Forscher sagen, dass es keinen 100%igen Beweis gibt, dass dieser Ausbruch kommen wird. Es ist nur wahrscheinlicher geworden, dass der Ausbruch stattfinden wird. Die Forscher, die sich mit eben diesem Supervulkan beschäftigt haben, sagten aus, dass sie nicht sagen, es wird zu einem Ausbruch kommen, sie wollen aber sagen, dass man auf jede Eventualität vorbereitet sein soll. Dass man also nicht davon ausgehen soll, hier passiert eh nichts, alles ist gut, sondern man soll die Möglichkeit im Hinterkopf behalten, weil das Ganze ein fortlaufender Prozess ist. Das könnte in den nächsten Wochen und Monaten schon ganz anders aussehen, als es heutzutage aussieht. Außerdem wurde gesagt, dass viele Forscher in Italien sich zurückhalten, eine klare Aussage abzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass so ein Vulkan ausbricht. Und zwar, weil es in der Vergangenheit schon Vorfälle gegeben hat, wo Forscher gesagt haben, ja, der Vulkan wird ausbrechen und dann hat er nicht ausgebrochen. Oder wo sie gesagt haben, nein, es ist alles gut, beruhigt euch, und dann kam es zu einem Ausbruch. Und in beiden Fällen wurden diese Forscher, die die Aussagen getroffen haben, dann vor Gericht gezogen, weil sie Falschaussagen getroffen haben, die eben Einfluss auf tausende Leben hatten. Das bedeutet, aus dem Grund wollen Forscher jetzt nicht ganz klar sagen, was hier passiert, weil sie es nicht wissen können und sie wollen nicht im Nachhinein vor Gericht geschliffen werden, weil sie etwas Falsches ausgesagt haben und dann eventuell ins Gefängnis kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht klar sagen, was dort derzeit in Italien vorgeht. Es ist eine Bedrohung, die tatsächlich real ist und die wir im Hinterkopf behalten sollten. Es ist aber nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass definitiv in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr, so ein Ausbruch stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit liegt nicht bei 100%. Es ist nur etwas, was man vielleicht schon mal gehört haben soll, damit man Bescheid weiß, sollte es passieren oder sollte es zu weiteren Erdbeben oder dergleichen kommen. Ich wollte euch dieses ganze Thema nur einmal genauer vorstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.